Wir fahren mit dem Zug, davon kriegen wir nie genug. Leute, dann mache ich hier Sport. Und wer ist da? Hallo! Könnt ihr gleich einmal für mich singen, bitte? Beim Laufen. Und lass es lieber. Es könnte böse ausgehen, wenn ihr darunter jagt. Ach, schön. So, ich bin gleich fertig. Dann lasse ich hier noch ein bisschen hier schwitzen. Toll. Das hier, The Greatest Hits Volume 1, das passt doch zu Voice. Die nehmen wir, oder Rudi? Und du willst lieber Fleischwurstkringel, ne? So, wir haben jetzt Pause. Also, Rudi hatte eigentlich die ganze Zeit Pause. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause. Und in der Pause will Rudi natürlich mit mir spielen. Aber es geht jetzt nicht. Es tut mir leid, Rudi. Frage, 1a, ja, habe ich. Ist das Herrchen? Hä? Da will man gar nicht aufstehen. Ne? Oh. Ohren muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Und Rudi wartet. Und dann gibt's Pizza! Und Socken! Zurück im Studio und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Rudi ist dabei und zur Feier des Tages gibt es Rudi-Socken mit Füchsen. Danke, liebe Sassy. Noch einer? Leute, wir räumen heute richtig ab. Ey, da darfst du nicht reinbeißen. Dankeschön. Happy Nikolaus. Ey, Rudi, sag mal, das ist nicht cool. Warte, ich muss eben das wilde Monster rauslassen. Das echte Monster. Hallo. Oh. Guck mal, ja, erstmal alles abriechen. Oh, zumindest. Vergiss es. So, Rudi, Feierabend! Feierabend!
Es geht nur Licht an. Die Motoren sind noch aus. Aber so, Moment, guck mal in die Kamera da. Und es ist jetzt mittlerweile ein bisschen dreckig und jetzt kann ich das mal abmachen und waschen und tauschen. Das macht nämlich eine Freundin von uns und das gibt es für jedes Handy und die sind so schön. Ich liebe das mit diesem Logo. So ein kleiner Rudi-Fuchs. Und das ist... Was macht man so an einem schönen Adventssonntag? Versuchen, eine Tür aufzukriegen, denn Thore war gerade auf Toilette und hat danach die Tür zugezogen. Allerdings ist eine Tür, die gar keinen Henkel hat. Ja, soll ich das wissen? Na, Scheiße. Jetzt können wir nie wieder aufs Klo. Thore hat gesagt, er fühlt sich wie James Bond. Den Vergleich verstehe ich jetzt noch nicht. Warum? Scheiße. Ach, deswegen? Weil du dir aus Haarnadeln... Schlüssel gebaut hast. Video wäre noch geiler, wenn du es schaffen würdest. Das ist ja völlig durchgedreht. Schatz, lass es, du tust dir nur weh. Nie mehr aus. Oh, das hört sich gut an. Juhu! Schatz, du bist der Geilste! Wir können wieder pinkeln! Was hast du mit diesem Löffel gemacht? Ich habe ihn versucht kaputt zu machen, um Schlüssel rauszubauen. Jetzt. Jetzt sind die beiden letzten auch da. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling, Rudi. Wo ist der Weihnachtsrudi? Da. So, ich wünsche euch alles Liebe zum zweiten Advent. Ich habe leider nur eine Kerze, aber dafür habe ich was anderes, ziemlich geiles. Christmas Saft. Das ist Saft. Mit Apfel, Ingwer und so. Und der Christmas-Saft besteht aus was echt abgefahrenem, Leute. Der schmeckt nach Weihnachtsbaum. Nach Weihnachtsbaum, hat ein bisschen auch was von Weihnachtsgans. Was ist da noch drin? Vanillekipferl. Also es ist eine Special Edition Weihnachtssaft. Unbedingt mal probieren. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben jetzt gerade schon ein paar Vegetarier ihre Bedenken ausgedrückt, wegen Weihnachtsgans und so. Hey, kann ich total verstehen. Aber Leute, ihr braucht, glaube ich, keine Angst haben. Ich glaube tatsächlich, dass die von True Fruits da irgendein Weihnachtsgans-Gewürz oder so reintun. Das schmeckt und, doch überhaupt nicht nach Weihnachtsgans. Das ist ein Schwachsinn. Ja, ruhig jetzt. Wir sind ja gerade hier in der Wohnung von Jana in Berlin. Das ist eine Altbauwohnung. Und Jana hat mir schon ganz oft gesagt, dass es hier so kalt ist. Und sie hat die Heizung voll aufgedreht. Stimmt auch. Sieht man hier? Da, die ist auf... Thore hat gesagt, er fühlt sich wie James Bond. Den Vergleich verstehe ich jetzt noch nicht. Warum? Scheiße. Ach, deswegen? Weil du dir aus Haarnadeln... Schlüssel gebaut hast. Ob ich es wirklich geschafft habe, seht ihr bei meiner lieben Frau in der Story. Kann sie endlich wieder aufs Klo und sich entleeren oder nicht? Seht ihr jetzt. Das war mal ein gute Laune-Auftritt hier vom Doktor. Super, ich find's mega. Wir drücken dir alle die Daumen. Erstmal danke für diese gute Stimmung hier im Studio. Wir haben jetzt gerade Drehschluss und ich bin jetzt nach Hause gekommen und
Ich komme jetzt mal schlappe 3 Stunden später, aber ich habe den geilsten Ehemann der Welt. Der hat nämlich einfach nur gesagt, was hast du gesagt, als ich gesagt habe, dass ich jetzt komme? Ich komme? Das müssen wir nochmal einstudieren, Schatz. Du hast doch gesagt am Telefon, geil, cool, dass du kommst. Ja, ich habe... Und keine Szene gemacht. Das ist nämlich das Krasse, weil das ist das Geile, weil wir aus derselben Branche kommen. Das ist nämlich praktisch, mein Schatz. Da sagt er wirklich, ich freue mich auf dich und hat Verständnis dafür. Die meisten Leute würden nämlich sagen, scheiße, warum kommst du 3 Stunden später? Aber Thore nicht. Okay. Schatz. Man könnte meinen, du bist fremdgegangen und musst was wieder gut machen. Geil. Heute ist ein großer Tag, Leute. Ich bekomme meinen Hochzeitsanzug. Oder besser gesagt, ich plane ihn heute. Einziger Haken ist, Jana ist dabei. Das ist nicht ein Haken, das ist das Gute daran, dann wird er auch schön. Dich werde ich gleich rausschmeißen. Du darfst jetzt einmal mit reinkommen und dann darfst du wieder gehen. Nein, das ist nämlich ganz geil. Wir sind dafür extra nach Hannover gefahren, weil hier gibt es den besten Herrenausstatter. Punkt. Das ist so. Das ist jetzt keine Werbung oder so, das sage ich aus voller Überzeugung. Da sind wir auch schon. Und das ist nicht nur der beste Herrenausstatter, weil er natürlich das beste Logo hat mit einem Hirsch. Er macht einfach gute Das Ziel Anzüge. Befindet sich auf der rechten Dann. Seite. Low and go. Tick. Was ist denn da für ein Monster? Rudi! Warum kommst du jetzt hier rein? Rudi, willst du auch mal eine Fliege? Ja, Rudi hat schon eine Fliege. Was kommst du denn jetzt hier rein? Du musst hier raus, Rudi. Du musst raus. Thores Auto ist vollgepackt mit meinen Sachen, weil ich die Berliner Wohnung jetzt aufgelöst Tetris. Habe. Wirklich Tetris. Und da hinten drin ist sogar ein Hund. Tschüss, so. Schatz. Wir sehen uns nächste Woche. Hallo zusammen, ich bin hier gerade bei Mille Fleurs und wir haben gerade ein richtig oder verschiedene coole Konzepte besprochen für die Traumhochzeit von Jana und Thore. Schau. Verloren haben. Und gerade meine Frau macht sich immer sehr drüber lustig, aber heute ist Schluss mit Lachen. Ich habe nämlich so viel Kohle gefunden, das ist krass. Es wird einiges ändern, richtig? Rudi nervt ein bisschen, aber ich zeige euch jetzt, wenn wir jetzt live etwas finden. So, da. Schöne Grüße aus dem Wald, oder besser gesagt, hier sieht es gerade aus, als wäre ich am Strand, bin ich aber nicht. Ich bin in den Wäldern von Berlin und ich verfolge mein Hobby, über das sich immer alle so lustig machen, nämlich mit dem Metallsuchgerät durch die Gegend laufen und Sachen finden, die andere... Das buddel ich jetzt aus. Da ist es. Du brauchst nicht mitgraben, ich mach das schon. Ab! Ab jetzt! Ich bin gerade am Schätze finden! Da unten muss es sein. Rudi! Das kann doch nicht wahr sein! Da! Da, Leute! Da! 50 Cent! Geil, oder was? So, Leute, jetzt zeige ich euch mal, was ich gefunden habe, damit ihr seht, dass ich nicht übertreibe. Also, hier ein paar Hülsen, bla bla, aber hier. Das habe ich gerade alles gefunden. Das sind grob geschätzt mehrere 100.000 Euro. Sauna zum Feierabend und dann Vollmond.
Es fehlt nur noch ein Bier. Und dann ist alles gut. Hallo. Morgen. Nach meiner letzten Story mit meinem hier mit dem Metalldetektor haben ganz viele gefragt, ey, Thore, kannst du nicht mal was Cooles finden, irgendwie so einen Schatz oder so? Ja, ich bin wieder losgegangen und Leute, heute ist es passiert. Ich habe einen Schatz gefunden. Also das habe ich hier gefunden. Einmal eine abgeprallte Patrone. Sehr spannend, ne Rudi? Das hier. Rudi, lass doch mal eben jetzt. Dann wieder ein paar Hülsen. Und dann... Ta-ta-ta-ta! Von 1968. Aus der DDR. Das ist auch schon mal ein Schatz, oder? Aber das Beste, Leute, das Beste kommt jetzt da. Da liegt noch was. Ich habe nämlich noch was Krasses gefunden. Das ist der eigentliche Schatz. Es ist ein Bieröffner. Ein alter Bieröffner. Ist das nicht schön? Also das ist der echte Schatz. Guck dir das an, Rudi. Ist das nicht toll? Rudi geht spazieren mit Alina. So wake me up when... Ich dachte, ich wäre cool mit meinem Weihnachtspulli. Jetzt guck ich das an. Tja. Buchbesprechung. Kannst du dir das? Ich bin für dich alles gedreht. Ach so, echt? Geil. Ich darf weiter, aber nicht sehen. Ist auch mal eine schöne Moderationspose. Da ist der liebe Jon in Vorbereitungen für das Weihnachtsessen, bei dem ich das erste Jahr nicht dabei bin. Deswegen habe ich mir auch ein Rezept rausgesucht, was besonders viel Arbeit macht und Nerven kostet, dass ich mich einfach selbst quäle, damit ich genug leide, wenn du nicht da bist. Das ist Jos Lieblingsbeschäftigung. Er ist übrigens schon seit einer Stunde da dran. Zwei Kohlköpfe, die gefühlt 39 Stunden brauchen. Mmh. Das schmeckt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Mmh. Das ist auch gut für unsere veganen Freunde. Es kommen keine Veganer heute. Nee? Nein. Es gibt Fleisch. Oh Gott, Aufschrei, Shitstorm. Oh Gott. Es sieht so appetitlich aus, Jo. Schade, dass ich nicht dabei bin. Ja, ich versuche es vielleicht zu machen gerade mal. Hier. Den ganzen Abend gibt es nur Kohl. Und weißt du, was die Bude nachher stinkt? Und morgen früh erst recht. Ja. Morgen. Heute Abend großes Finale von The Voice Senior. Hier Vorbereitungen laufen. Texte. Rudi bereitet sich auch noch vor hier hinten. Die schläft schon mal vor. Und dann geht's ab. Ich habe übrigens auch schon meine Finalsocken an. Kann ich jetzt noch nicht verraten, weil es einfach so krass ist. Kommt gleich. Rudi, am Studio! Boah, heute sogar in UHD. Was sagst du denn dazu, Thilo? Das finde ich unterhaltsam, Deluxe. Danke, Frank. Gerne. Thilo und ich, wir haben gerade eine Diskussion. Sag bitte dein Anliegen. Möchte keine Follower.
Jetzt sag's doch auch. Ich möchte keine Follower. Und das klappt bis jetzt ganz gut und das machen wir auch weiter so. Also folgt ihm nicht, er will das nicht. Rudi! Bist du der Rudi? Oh, hey! Du bist wohl kein Fachmann, Rudi. Er ist doch eher der Tim. Leute, wir sind schon im Studio, denn es geht gleich los. 20.15 Uhr sind wir live hier. Lena schreibt noch die letzte SMS. Dann geht's ab. Jay popelt sich noch in der Nase. Hier laufen auch die letzten Vorbereitungen. Huhu. Also, The Boys Senior geht gleich los. 20.15 Uhr in Sat 1. Warum sehe ich eigentlich aus wie so ein komischer Mensch hier mit dem Ding? Ah, besser. Jetzt besser.